Die Wedler Franz Logistik GmbH und Co. KG ist ein privates Verkehrsunternehmen mit Sitz in Potsdam. Das Unternehmen ist im Güterverkehr, der Bahnbaulogistik sowie der Sonderreise und im Ersatzverkehr tätig. Seit dem Gründungsjahr 2004 bietet die BFL Eisenbahndienstleistungen im Fokus auf den Güterverkehr sowie der Bahnbaulogistik an. Des Weiteren verleiht die BFL auch Personal an andere EVUs wie an Leo Express oder Bahntouristik Express, die unter anderem den Flixtrain fahren. Im Jahr 2020 und 2021 hat die WFL auch Personal an Tri in Nordrhein-Westfalen verliehen. Im Ersatzverkehr beteiligte sich die WFL mit zahlreichen Personenwagen. Hier zum Beispiel 2021 auf dem RE12 Stuttgart-Tübingen. Ab Juni 2022 bietet die WFL Tagesfahrten von Berlin aus an, zum Beispiel am 24.09. zum Dampflok-Treffen nach Dresden bzw. zum Weinfest nach Radebeul und Meißen. Verschiedene Loks und Wagen, zum Beispiel 112024 oder ein Großteil der Personenzugwagen sowie die Dampflokomotiven werden in Nossen aufgearbeitet und frisch lackiert. Am 10.01.2022 wurde 112024 von Nossen nach Wustermark überführt. Seit 2021 ist die WFL im Nachtzugeinsatz von Berlin nach Stockholm und zurück tätig. Dazu bekam 114.006 ein besonderes Design. Die WFL betreibt über 40 Lokomotiven, darunter ehemalige Dampf-, Diesel- und Elektrolokomotiven der Deutschen Reichsbahn. Die WFL arbeitet regelmäßig mit Lokomotivvermietern wie Akim zusammen, um die kurzfristigen Arbeitsspitzen bedienen zu können. Sie ist im Besitz von Kleinlokomotiven der ASF sowie V15 und V23. 10 Rangierloks der Baureihe V60 sind ebenfalls im Besitz. Zwölf Lokomotiven der Baureihe 202 und 203. Eine V180 aus Babelsberg.
10 Loks der Baureihe 231 und 232. Drei Güterzuglokomotiven der Baureihe 155, 112, 024 und 114, 006 für den Personenverkehr. Die Schnellzuglokomotive 03-21-55, der grüne Renner 02-02-01, die Personenzuglok 35-10-19, hier 2020 in Chemnitz-Hilbersdorf, ebenso die Güterlokomotive 50-36-10 und die rekonstruierte Kriegslok 52-80-79. Zu den Wagen gehören ein Doppelstockzug, unzählige BN, BY und ABY-Wagen, sowie eine Vielzahl unzähliger Sonderzugwagen. Das war's auch schon wieder mit diesem kleinen Video über das Verkehrsunternehmen Edle Franz Logistik in Kobergruppe. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Kevin.